Das Wasserschloss Mellenthin auf der Insel Usedom gäbe eine gute Filmkulisse. An diesem 6. Oktober 2023 hatte der Herbst wohl endgültig die Oberhand gewonnen und den großen Sommer mit Wind- und Regenschauern ausgetrieben. Dreharbeiten waren es nicht, die die Medienvertreter aus Mecklenburg-Vorpommern nach Schloss Mellenthin führten. Allerdings ein Produktionstreffen für den Spielfilm. Schwüle Tage, eine Literaturverfilmung nach der gleichnamigen Novelle von Eduard von Keyserling. Kein geringerer als der Oscar-nominierte deutsche Filmpreisträger Ulrich oder besser Uli Edel führt Regie bei dieser internationalen Koproduktion zwischen Deutschland, Irland und Polen. Eigentlich ist es die Liebesgeschichte, die ich erzählen wollte. Das ist sicherlich der erste Impuls. Aber ich wollte auch etwas über die Zeit erzählen, die vor dem Ersten Weltkrieg, den Zusammenbruch der aristokratischen Gesellschaft, die sich in dieser Geschichte als dekadent gezeichnet wird. Möglich wurde der Film durch eine Förderung der Europäischen Union innerhalb des Programms Creative Europe. Die Idee wurde einst im Kultusministerium Mecklenburg-Vorpommern entwickelt. Silvia Völzer hat das Projekt über Jahre unterstützt. Die Grundidee entstand vor vielen, vielen Jahren, mal bei mir im Büro, im damaligen Kultusministerium noch. Es kamen Gäste aus England, haben mir dieses Projekt vorgestellt. Ich komme aus dem Literaturbereich, es war ein Selbstläufer und ich habe gesagt, das Projekt machen wir. Es ist viele, viele Jahre her und heute sind wir da, dass wir es machen. Der Film wird zu großen Teilen in Vorpommern gedreht. Mit an Bord sind aber internationale Koproduzenten aus Polen und Irland. Gerade die Iren können die internationale Vermarktung des Films gewährleisten. Es ist ein großer Engpass. Amerikanische und englische Produktionen kommen aufgrund unserer Orte nach Irland. Für ein so kleines Land ist es also sehr belebt. Und da empfehle ich oft, ja, hier könnten Sie das Gleiche tun, denn es ist für den Tourismus unglaublich wichtig. Die Leute kommen, wenn sie die Filme sehen, in die Region. Diese Dreharbeiten regen die Region hier und in Irland an. Mecklenburg-Vorpommern hofft genau auf diesen Effekt. Erfolgreiche Filme können Menschen anregen, die Landschaften zu besuchen, die sie in Filmen emotional berührt haben. Wir freuen uns natürlich sehr, eine so große internationale Filmproduktion das erste Mal EU-gefördert hier im Land zu haben. Für Vorpommern ist das eine Riesenchance. Zum einen versprechen wir uns natürlich auch ein bisschen Wirtschaftskraft im Land. Das heißt also die Nutzung von Dienstleistern, die Nutzung von unserer Infrastruktur, von allem, was dazugehört. Und wir versprechen uns natürlich auch, dass es nicht der letzte Film bleibt, sondern dass wir jetzt die Möglichkeit haben, Vorpommern als Filmdrehort auch zu etablieren. Ich denke, es bringt insgesamt was fürs Land, für Vorpommern-Greifswald, werbetechnisch schon, wenn wir letztendlich mit diesen Filmproduzenten, so großen Filmproduzenten wie Herrn Edel, hier etwas vorstellen können, beziehungsweise unsere Landschaft, und mit der wir natürlich werben können, dann auch international aufbereiten und dann international zeigen können. Ich denke, einen größeren Werbefaktor für unsere Region gibt es nicht. Doch zurück zum Filmischen. Uli Edel ist ein Garant für Qualitätsfilm. Der Mann hat deutsche und internationale Filmgeschichte geschrieben. Mit seinen schwülen Tagen möchte Uli Edel die Landschaft Nordostdeutschlands zum Darsteller machen. Das wird definitiv in unserem Film eine Hauptrolle spielen. Die Landschaft ist eine der Hauptdarsteller im Film, was nicht oft bei Filmen der Fall ist. Schwüle Tage, ein Filmprojekt für Mecklenburg-Vorpommern mit europäischer Beteiligung. Laut Aussage der Akteure könnte der Film 2025 in die Kinos kommen. Bei der Premiere, vielleicht im Wasserschloss Mellenthin, übernehmen wir gerne wieder die Rolle der Berichterstattung.